Wir bräunen uns. Das Thema der heutigen Stunde ist Sonn. Es ist der letzte Test in diesem Jahr. Und dann haben wir frei. Der Unterricht ist vorbei. Sommerferien. Gebt eure Tests ab. Perfekt. Sehr gut. Du bekommst eine 6, Tommy. Und du bekommst das, Susi. Ihr müsst in den Ferien leider hier bleiben. Viel Glück. Tja, und ich gehe zum Strand. Der Strand ist gestrichen, Miss Macy. Du bleibst hier und unterrichtest deine Schüler. Haha, sie müssen jetzt auch hier bleiben. Miss Macy genießt ihren Urlaub. Ich liebe das Meer. Schade, dass ich nicht da bin. Ich bin in der Schule. Das ist der schlimmste Sommer meines Lebens. Ich werde eine Gleichung aufschreiben. Sinus durch Cosinus dividieren und die Quadratwurzel. Wie langweilig. Oh, ich habe eine tolle Idee. Susi, Lust zu tauchen? Wuhu! Sehr gut, Tommy! Oh, was wird das hier? Das ist ein Schulwasserpark, Miss Macy. Das war's. Keiner rutscht mehr die Wasserrutsche runter, ohne Ticket. Hier ist mein Ticket, Miss Macy. Los geht's. Wo ist das hoch? Ich trau mich nicht. Los, Susi. Hab keine Angst. Yeah! Das war der Hammer. Sehr gut, Susi. Du hast die Gleichung gelöst. Setz dich auf deinen Platz. Jetzt kommt die nächste Aufgabe dran. Puh, es ist so heiß. Oh, ich habe eine Idee. Kennt ihr die Antwort? Ich muss mich einfach vor die Tafel stellen. Oh, ist das erfrischend. Wo ist Tommy? Danke, Miss Macy. Echt nett von Ihnen. Schüler, wir machen heute ein chemisches Experiment. Seid ihr bereit, ihr kleinen Faultiere? Lasst uns anfangen. Schritt 1. Mischt diese beiden seltsamen Flüssigkeiten. Schritt 2. Fügt etwas geheimnisvolles Pulver hinzu. Mischt es gut und gießt es dazu. Oh, so war das aber nicht geplant. Wuhu, Schaumparty. Ich nehme die Tafel. Hilfe, hier ist zu viel Schaum. Los, Tommy. Ich bin der König des Schaums. Was für ein schwerer Test. Tommy, kennst du die Antworten? Nein. Oh, rettet mich. Was ist passiert? Oh, du brauchst einen Rettungsschwimmer? Ich weiß nicht die Antworten auf die Fragen. Das ist einfach. Ich werde es dir sagen. Wow, danke, dass du mich gerettet hast. Wer will die Gleichung lösen? Wo sind meine Schüler? Wir haben einen Beachclub eröffnet. Willkommen in der Beachclass. Tommy, komm an die Tafel. Und ich nehme deinen Stuhl. Auch Lehrer brauchen mal Ruhe. Los, Tommy, konzentrier dich. Zeit für die Abschlussprüfung. Wir sind bereit. Lass uns mit der Sommersession beginnen. Wirklich? Ich mach mit. Tolle Idee, Miss Macy.
Leute, ihr schreibt heute einen Test. Hier ist eure Aufgabe. Wer kann den Schwimmreifen schneller aufblasen? Susi, dieser Schwimmreifen ist für dich. Und der andere ist für dich, Tommy. An die Arbeit. Eure Zeit beginnt jetzt. Los, los, los! Miss Macy, ich hab gewonnen! Hey. Oh, mein Kopf! Ups. Hier ist Ihr Kaffee, Miss Macy. Was? Es ist zu heiß für heißen Kaffee. Moment. Hier ist etwas Eis. Was sagen Sie jetzt? Nein. Aber danke für das Eis. Das tut gut. Schön kühl. Wer weiß die Lösung? Ich. Tommy. Komm an die Tafel. Mach schon. Was soll ich schreiben? Susi, hilf mir. Pass auf. Hier ist eine Frisbee-Scheibe mit der Antwort. Oh, gefangen. Was hast du da? Nichts. Ein Frisbee. Oh, gib her. Das ist nicht erlaubt. Setz dich hin, Tommy. Bereit für eure Testergebnisse? Susi, du hast eine 1+. Sehr gut. Hier ist dein Eis. Und Tommy, du hast den Test verhauen. Du bekommst eine sehr heiße Suppe. Oh, ist die heiß. Hey, Susi, lass uns eine Wasserschlacht machen. Ja? Ach ja? Nimm das, Loser. Ha, warte, hier ist das Ziel. Lass uns auf das hier zielen. Hey, was ist das für ein Wasserangriff? Stellt sofort das Wasser ab. Miss Macy, Sie haben den nassen Shirt-Contest gewonnen. Gratuliere. Danke, Rektor. Ist euer Spind kochend heiß? Hier ist eine tolle Idee. In der Sommerschule kann man seine Sachen im Kühlschrank aufbewahren. Schaut an die Tafel. Puh, es ist so heiß. Susi, komm nach vorn. Ich? Klar, Miss Macy. Yes. Hier ist dein Zeiger. Worauf wartest du noch? Schwing den Fächer. Und ich erkläre euch das neue Thema. Perfekt. Es ist viel zu heiß. Ich halte das nicht mehr aus. Zeit für einen weiteren Test. Macht euch an die Arbeit. Wenn wir diese Hitze überleben. Das ist der heißeste Tag. Die Zeit ist um. Was ist los, Tommy? Tut mir leid, Miss Macy. Mein Test ist total nass. Das ist so langweilig. Miss Macys Lieblingsbeschäftigung ist Angeln. Sie würde so gerne angeln gehen. Ich sehe einen großen Fisch. Ja, der Test ist am Haken. Schöner Fang.
Dieser Test ist so frisch, dass die Blätter sogar noch springen. Was ist mit dir los? Susi, pass auf! Sonnencreme ist ein Muss im Sommer. Auch wenn man in der Schule ist. Susi, nimm dir einen Stift und mach dir Notizen. Klar, Miss Macy. Ups, was ist denn hier los? Das liegt an meiner Sonnencreme. Hör auf zu lachen, Tommy. Diese Sonnencreme ist furchtbar. Miss Macy scheint Probleme zu haben. Miss Macy? Was ist passiert? Geht es Ihnen gut? Oh, Strand. Urlaub. Miss Macy, trinken Sie etwas Wasser. Dann geht es Ihnen besser. Puh, ich habe es mir nur eingebildet. Susi, so kannst du nicht rumlaufen. Gratuliere. Ich habe die Ergebnisse des Abschlusstests. Ihr habt bestanden. Juhu, wir sind frei. Hallo, Strand. Hey, wo wollt ihr hin? Es ist September. Es ist Zeit für den Unterricht. Was? Wir haben es nicht geschafft. Wie fandet ihr unsere Sommerschule? Schreibt uns, ob ihr verreist und wie eure Noten sind. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.